Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu Dragon Ball Z Budokai 2. Im letzten Part sind wir auf der Erde wieder angekommen und sind auf Dr. Gero gestoßen, wie ihr ihn gleich hier sehen könnt. Ah ja, habe ich übrigens gezeigt, dass man auch nachkontrollieren kann, welche Boosts man hat. Ich denke schon im ersten Part. Wir werden auch gleich anfangen und zwar, wir graben mit jedem einmal schön, holen uns die Sachen ab. Cool. Ein Reisbällchen. Ich glaube halt zumindest noch immer, dass es ein Reisbällchen ist. Und die Frage ist halt, wen machen wir komplett stark? Ich würde schon eher auf Son Goku gehen. Wir kämpfen auch gleich mit Piccolo, starten wir den ersten Kampf. Mit Son Goku werden wir dann noch gleich weitergraben und uns alle möglichen Boosts holen, stellen uns neben Krillin hin und. Und da haben wir ihn, den rosanen Saibaimen. Das scheiß Pflanzenviech, welches auch schon besiegt wurde. Perfekt sogar. Das ging schnell. Und bekommen wir was Gutes? Ja. Piccolo holt sich halt einen Skill für seinen Sohn ab. Aber den werden wir erst brauchen, wenn wir auch tatsächlich Son Gohan mal benutzen. So. Wir graben mal schön. Und ein Angriffsboost. Das gefällt mir. Wir gehen weiter. Genauso auch mit Krillin. Und mit Piccolo gehen wir in den nächsten Kampf. Und vernichten das nächste schiere Pflanzenviech. Mir fehlt halt ein besonderer Skill, welcher Meditation heißt. Mit dem verlieren wir nur die Hälfte an Ki, egal was wir benutzen. Es ist halt ziemlich schade, dass wir den bis jetzt noch nicht bekommen haben, aber ich hoffe, dass wir ihn im weiteren Spielverlauf noch bekommen werden. So. Und das sollte es fast gewesen sein. Einmal noch auf die Rübe. Einmal noch auf die Rübe. Noch ein... Okay. Dann halt so. Wenn du es nicht anders haben wolltest, dann leidest du, mein Freund. Somit hätten wir den nächsten besiegt. Und das heißt noch einmal ein Skill. Bom. Und wir bekommen was für Rikum. Und... das Supergotteswasser. Ja, werden wir halt nicht brauchen. Wir graben noch einmal schön mit Son Goku und bekommen noch einen Angriffsboost. Das ist stark. Dann noch einmal mit Piccolo. 20% sogar. Das gefällt mir. Wird Krillin dasselbe Glück haben? Nein, er bekommt die Kohle. Dann kann er sich was für seine Nasen-OP ansparen. Okay, eine Interaktion. Ich auch nicht. Und das war's auch schon. Somit gehen wir in den Kampf rein. Wir werden auch jetzt versuchen, den neuen Attack-Move, den neuen Skill zu verwenden, damit ich den euch mal zeige. Was schon mal gleich nicht geklappt hat. Okay. Hat er mich gerade getarntet? Du Drecksviech. Das läuft natürlich grandios von Anfang an. Oh mein Gott. Ja, ich versuch's jetzt beim nächsten Mal. So. Einmal aufladen. Abwehren. Und da haben wir es. Wir nehmen immer das X. Und hat doch geklappt. Fuck. Oh mein Gott. Verpiss dich. Okay. Verpiss dich jetzt. Verpiss dich jetzt. Jetzt aber. Und noch einmal zweimal obendrauf.
Das war belastend. Knapp, aber geschafft. Wir bekommen den Drachenwurf. Brauchen wir natürlich auch nicht. Dr. Gero wartet natürlich ganz schön auf uns. Wir graben mal schön. Wahrscheinlich auch Kohle. Natürlich. Auch wenn Son Goku nicht weiß, was er damit anfangen kann. Aber wir nehmen es mit. Und gehen somit auch schon weiter. Ganz genau. Oh, ich habe schon die Nase voll von diesen Viechern. Gegen wie viele jetzt? Zum Glück nur gegen eins. So, einer kam an den Haar. Der Abstoß hat nicht funktioniert. Ach komm schon. Mit Piccolo kämpfe ich viel besser. Und wieder nichts. Jetzt aber. Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Und noch einmal ins Gesicht. In your face, Bitch. Bekommen wir jetzt was Gutes? Das braucht doch auch kein Mensch. Ja, Weihwasser, Gotteswasser, bringt uns beides nichts. Dann vernichten wir auch den Roten. Habe ich gerade gegen mein Mikro geschlagen? Ich denke schon, sorry dafür. Ich habe es wieder gemacht. So. Okay. Schnell aufladen. Danke dafür. Und... Ah, wir sind noch nicht fertig. Jetzt aber. Noch ein Hit? Nein. Schade, schade. Aber damit hätten wir jetzt mal alle besiegt. Und bekommen schon wieder etwas für seinen Sohnemann. Wir gehen jetzt auch weiter. Schauen wir jetzt nach. Wir graben mal schön hier. Rüstung ist gut. Ist sogar viel Rüstung. Wie schaut sie gerade aus? 130, 120, 130. Ja, es ist gar nicht so schlecht. Aber wir werden Son Goku noch eher brauchen. Deswegen graben wir damit Son Goku. Schauen wir nach. Haben wir noch etwas? Nein, okay. Und damit gehen wir mal auf Dr. Gero los. Jetzt sind es auf einmal Saibai Rangers, okay. Ja, 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 wir wissen das alles. Nichts. Okay, dann vernichten wir mal den alten Knacker. Und los geht's, gefolgt von einem Huster. Ups. Okay. Wolltest du. Aber dieses Mal bin ich gekonnt ausgewichen. Das kannst du nicht ansagen, mein Freund. Und treffen wir dich? Nein. Aber so. Die bekannten 33 Hits. Schade. Aber so. Schafft das, schafft das, schafft das. Er schafft es nicht. Jawohl. Okay, der Abstoß hat mal wieder nicht geklappt. Und wird das ausreichen jetzt? Nein. Okay, er hätte irgendwas machen können. Er hat es aber nicht gemacht. Und deswegen... B.
Fuck, er drückt auch X. Er ist geflogen. Treffen wir noch? Ja, wir treffen ihn noch. Und somit hätten wir Dr. Gero besiegt. Und bekommen auch Dr. Gero. Und obendrauf noch... Ich brauch doch geile Skills. Er schaut nicht so aus, Son Goku. Das werden wir noch sehen, ob er nicht so stark ist. Okay. Und da ist es. Somit wären wir jetzt auch schon in Level 4. Wir waren doch schon in Level 4. Ich dachte jetzt wieder Level 5 eigentlich mit dem Spar starten. Wir werden uns aber jetzt so hinstellen. Wir müssen nämlich C16 mit Son Goku besiegen. C17 mit Piccolo und C18 mit Krillin, damit wir alle drei freischalten können. Und gehen somit auch in den ersten Kampf rein. Und fangen auch gleich mal gut an. Es ist halt gut bei Piccolo, dass er mit einer normalen Punch-Combo den Gegner mit dem letzten Hit in die Luft schlägt. Weil dadurch... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn sie in der Luft sind, pressen die Gegner, also frisst man generell mehr Schaden. Und jetzt ist ja noch gerade alles einfach. Wir haben noch keine besonderen Moves, damit wir eben, wie heißt das, die besonderen Attacken, wie zum Beispiel eine Höllenspirale, eine Warp-Kamera und ausführen können. Weil die meisten werden es kennen, den Spaß aufzuladen, das kann halt schon nervig sein. Aber mein GameCube-Controller ist schon so alt, auf den kann ich einschlagen. Klugscheißerisches Maul. Ganz genau, du weißt nicht, auf wen du dich gerade eingelassen hast, C17. Wir werden dich auch jetzt mit Baba Piccolo auseinandernehmen. Wie würde Ruffy sagen, ja, wir zerstören dich. Oh mein Gott, ich kann das ja ur nicht nachmachen. Respekt an ihn, wie er das hinbekommt. Okay, es ist nicht so einfach wie gedacht. Okay. Jetzt, komm schon. Okay, wir fangen an, Schellen zu verteilen. Wichtig ausgewichen. Sehr gut. Und... Okay. Aber jetzt. Und noch einmal. Und... Ist sich nicht noch einmal ausgegangen. Damit wäre jetzt C18 dran und ich hoffe, dass Krillin Skill Moves hat. Der Bruder hat gerade böse einen Ständer, ich sag's euch. Ganz genau, schaut doch gerade dorthin, der. Der hat das Handicap des Jahres in diesem Kampf. Also geht's los und ich hoffe, dass er schon von Haus aus Skills hat. Jawoll! Oder habe ich es ihm gegeben? Ich habe keine Ahnung.
So. Startet schon mal gut. Nein. Fuck. Ich habe halt keine Ahnung, wie man mit Krillin kämpft. Also C18 schreit. Böhnt um ihr Leben. Nicht schon wieder. Komm. Hat sich nichts gebracht. Wichtig, noch einmal. Und noch einmal. Und nicht noch einmal. Ich habe gerade unabsichtlich gegrabt. Nein. Komm. Nicht gut. Das wird jetzt knapp. Wir dürfen jetzt nicht reinscheißen. Und das schaut gut aus. Das nicht schon wieder dasselbe wie gegen Freezer. Oh mein Gott. Komm. Oh mein Gott, das war knapp as fuck. Puh, aber das war ein solides Ende für den heutigen Part. Wir werden im nächsten Part dann weitermachen und alle drei Cyborgs besiegen. Und somit sage ich danke an alle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Kommentiert das Video auch gerne. Und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann!